Der griechische Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis hat auf dem Athener Flughafen knapp 4 Dutzend minderjährige Flüchtlinge vor ihrem Abflug nach Deutschland verabschiedet. Die Kinder und Jugendlichen waren in überfüllten Erstaufnahmeeinrichtungen auf den Inseln Lesbos, Samos und Chios untergebracht. Sie stammen aus Afghanistan, Syrien und Eritrea. Am Mittwoch waren bereits 12 Jugendliche nach Luxemburg ausgeflogen worden. Seit vielen Monaten kämpft die griechische Regierung darum, andere europäische Länder für die Unterstützung unseres Landes zu sensibilisieren, damit mehr unbegleitete Flüchtlingskinder, kleine Kinder, die dem Krieg und der Verfolgung entkommen sind, neue Familien finden und einen Neuanfang in ihrem Leben machen können. Die Kinder und Jugendlichen wurden nach ihrer Ankunft in Hannover zunächst in den Landkreis Osnabrück gefahren, wo sie 2 Wochen in Quarantäne müssen. Anschließend werden sie auf mehrere deutsche Bundesländer verteilt.